Hallihallo, Hallöle und willkommen zu unserem neuen Video. Also, ich bin der Taurus-Fan, da drüben ist der, ich glaube, Hercules Driver heißt er aktuell, I have no idea. Korrekt. Ja, genau. Heute fahren wir Noch habe weder ich den das eine Kanal noch nicht das andere. umbenannt. Was? Noch habe ich den Kanal nicht umbenannt. Worauf wolltest du ihn jetzt überhaupt umbenennen? Du hast die aktuelle Paar, die du gerne hast. Ich lasse das mal so. Okay. Ja, Sonst kommt verstehe ich. mir, sonst nenne ich den Kanal noch irgendwann von allen die ersten beiden Anfangsbuchstaben. Oh nee. Was wäre das dann beim Intercity 225? Wäre das IC oder IN? Keine Ahnung. Naja, jedenfalls, damit wären wir auch schon beim Thema. Können wir über Fahrtlos diskutieren? Wir fahren heute zwei verschiedene Züge. Ich würde sagen, Näheres dazu während oder nach dem Aufrüsten, damit wir auch mal loskommen, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Passt. Dann steigen wir mal beide ein. Und sag du mir, wenn du am Einsteigen bist, gell? Ich muss Headset. nicht. Gut so. Ich dann richtig stehe jetzt. Ja, meine hat auch London geladen. Der King's hat jetzt einfach Cross. mal 5 Sekunden zum Laden gebraucht. So. Karte wird aktiviert. London King's Cross, sehr freundlich von Ihnen. So. Lichter aktiviert. Ja, da bin ich auch. Warte mal, Lautstärke. Strom abnehmen gehoben. Pause. Lautstärke der Sounds. Oh, jetzt ist es bei mir 85. aber sehr leise. Fortsetzen. So, ich habe jetzt bei mir mal auf 85 gestellt, das Jetzt. sollte passen. Ja, bei mir auch so Neutral. wird's. Zuglänge. Oh, ich sollte vielleicht noch meine Sprachausgabe nochmal umstellen. Was hat das denn? Hauptschalter aktiviert. Die Eloquenz. Ah, zu schnell oder was? Klimaanlage aktiviert. Generell die Stimme mag ich nicht gerne für Aufnahmen verwenden. Ah, ja, verstehe ich. So, wir stehen hier. Lass doch die scheiß Tür offen, wenn ich die Sprachausgabe umstelle, du scheiß Ding. Ich muss mir dein Video nachher ansehen. Das ist eine sehr, sehr blöde Geschichte, weil NVDA verwendet für die Steuerung der Sprachausgabe unserem Laptop-Layout NVDA Shift-Steuerung. Merkst du was? Ja. Und ich mache das Ich habe das Tastatur ja nicht Tastaturlayout per Hand. designt. Ich weiß, was passiert. Bitte? Ich habe das Tastaturlayout designt für TWS. Ich weiß, was passiert. Ja, das ist die Tür zu. So, jetzt darfst du die Tür zu machen. Du bist noch lange nicht abfahrbereit, glaube ich. 10:59, 26. Ich weiß, aber trotzdem habe ich zugemacht. Ja. Wir haben nämlich nur 9 Grad und ich möchte jetzt, dass meine Passagiere erfrieren. Es hat 0 Grad Celsius, es ist bewölkt. Die Höchsttemperatur beträgt 7 Grad Celsius, die Tiefstemperatur beträgt 0 Grad 9, Celsius. Die aktuelle 10, Windgeschwindigkeit beträgt 35 km pro 10, Stunde gegen die jetzt habe ich Fahrtrichtung. die 70, schreiben Notfall. kann ja auch noch heute Abend. Wichtiger Herzlichen Akzeptiert. Glückwunsch. Registrieren. GSF-Zugnummern-Lesen-Textfeld 4B394. Großes B. Signalnummern-Lesen-Textfeld 4389. 739. Codetextfeld 4. Zack, Großes 3. Enter, fertig. 9. 9. 3. Großes P. Signalnummer Oh, 4. ich darf Großes aber B. gleich. Signalnummern lesen Textfeld 4389. Hatten wir ja Codetext alle leer. eingeführt. 9, 3. Großes P gelöscht. Großes B leer. 3, A, 9. Info. Anmeldeschalter. Die Anmeldung Jetzt kannst du erkannt. die Tür zulassen, du blödes Ding. 11:04. Türen geschlossen. So, ich muss dann mal abfahren. Ja, Drehen wir mal die ich Lüfter weiß. Lüfter auf. aktiviert. Oh, ach so, die Lok hat einen Lüfter. Sag mir das doch mal einer. Oh Gott, scheiße, ich habe ein gelbes Signal. Scheiße. Bremse gelöst. Ich sollte auch die Bremsen lösen, damit ich fahren kann. Oh, Kollege! Die erlaubte Das wird Fahrgeschwindigkeit ein beträgt 56 Kilometer pro Stunde. Desaster. Nächstes Signal, grün, 100. Soft, Kollege! Wir haben jetzt noch nicht mal gesagt, wo wir fahren. Geschweige Und denn, mit was wir was? fahren. Jo. Also, der Olle da drüben, der fährt eine 801er. Jeder TWS-Spieler kennt dieses Ding zumindest von der Nummer her. Und wenn ihr es vom Sound her nicht kennt, dann kennt ihr es ja jetzt, wenn ihr sein Video anschaut. Also, liebe Leute, die bei mir zuschauen, seid brav und geht zu seinem rüber. Aber erst, wenn ihr Man meins hört fertig geschaut habt. sie nur kaum. Das war's Tunnel. Die 801? Ja, das habt ihr so Ist an ja sich. nicht leise. Du kannst es sonst auch ein bisschen lauter drehen. Du hörst eh, wie es im Verhältnis zu meiner Stimme ist. Stell es halt so ein, dass man mich auch noch versteht, gell? Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt Und 80 dieser Kilometer pro Stunde. komische Kauz da drüben. Da kommt es bitte. Was ist? Ah, passt. Und dieser komische Kauz da fährt einen. Ja, du sagst es, bevor ich es falsch sage. Eine Intercity 225 von British Rail, bestehend aus einer Klasse 91, in der sitzen wir, oder ich.
4 zweite Klasse Wagen, einen zweite Klasse Wagen mit barrierefreiem WC, einen zweite Klasse Wagen mit Küche und Bordbistro, einem erste Klasse Wagen mit Besatzungsraum, einem erste Klasse Wagen mit barrierefreiem WC, einem normalen erste Klasse Wagen und einem Steuerwagen. Und ja, das ist die originale Zusammenstellung. Ich habe ja andauernd gelbe Signale. Nächstes Signal, grün. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit. Neutral. Das ist sehr interessant. Ich habe nämlich dauernd grün. Magst du mir mal deine technischen Daten sagen von dem Fahrzeug beim Bordcomputer? Dann können wir die vergleichen. Zuggewicht 300 Tonnen. Höchstgeschwindigkeit 225. Zugänge 234 Meter. Zugänge 200. Gesamtbestand 85. Maximale Passagieranzahl 611. Fast so schön wie der 380 von Emirates. Ja. Druck in der Luftleitung 10. Ja, logisch. Maximale Zugkraft 280 kN. Leistung 4200 Kilowatt. Höchstgeschwindigkeit 240. Zuggewicht 300 Tonnen. Nächstes Signal grün. Zugänge. Zugewicht 478 Tonnen. Ja, ich schlag dich im Zuggewicht mit 478 Tonnen. Nächstes Signal, grün. Aua, du sollst mich nicht hauen. Bin aber halt auch ein Elfteiler, du bist ein Neunteiler, was sollen wir machen? Also Lok und Steuerwagen eingerichtet. 5 km pro Stunde, 40 km pro Stunde, 80 km pro Stunde, 85 km pro Stunde, 95 km pro Stunde. So, ich habe gerade die AFB-Steuerung aktiviert, sonst kann ich ja nicht schauen. Zuglänge, 254 Meter. 254 Meter bin ich lang, ich glaube, da schlage ich dich auch. Ich bin, warte. Ja, doch, muss eigentlich. Ja, 235. Toll. Ja, das ist meine Länge minus die Loklänge. Sandfüllstand 100%. Maximale Passagieranzahl 535. Der Sand ist voll. Passagiere habe ich nur 535. Nächstes Signal. Grün. Yay! Gewonnen! Ja, weißt du warum? Im Steuerwagen dürfen wegen den damals geltenden Regeln in England keine Passagiere sitzen. Nächstes Signal. Grün. Das ist in Wahrheit einfach nur ein leerer Lokkasten ohne Innenausstattung. Und die Lok kommt dann auch noch dazu in der Länge. Und in Summe kommt man da auf knappe 40 Meter, die wegfallen. Na wow. Ja. Druck in der Hauptluftleitung. 10 Bar. Druck. Maximale Zugkraft. 190 kN. Ja, 190 kN, da hast du auch mehr. Ja. Leistung. 4700 Kilowatt. Bei der Leistung hast du, glaube ich, weniger. Ich habe 4,7. Ich glaube, du hattest 4,2. Ja, 4,2. Höchstgeschwindigkeit. 225 km pro Stunde. Ja, und Höchstgeschwindigkeit bei mir sind 225 km/h. Bei mir 240. Ah, da war eine Weiche, Hallöchen. Zugewicht, 478 Tonnen. Ja, ich bin auch gerade schon über ein paar Weichen gefahren. Das ist da bei der Ausfahrt von King's Cross sind dann noch ein paar größere Stationen, zum Beispiel Finsbury Park. Ja, die haben natürlich auch Weichen. Für die gab es übrigens ein kleines Update, das hast du aber noch nicht, das habe ich jetzt nur bei mir. Ich hatte nämlich einen Rechenfehler bei denen drin, deshalb habe ich deutlich mehr Weichen bei meinem Video als du. Nur falls sich unsere Zuseher wundern. Ja, ein bisschen Hintergrund zu den Fahrzeugen? Ja, bisschen. Passt. Also, beginnen wir mit dem von Felix. Nächstes Signal, grün. Die Class 801 gehört zu den Hitachi AT300 Zügen. Das sind Hochgeschwindigkeitszüge mit bis zu 300 km/h Höchstgeschwindigkeit. Auch wenn mir kein europäisches Modell bekannt ist, dass diese 300 km/h wirklich ausfährt irgendwo, geschweige denn sie kann. Die 801 gibt es als 5- und 9-Teiler. Felix werden 9-Teiler. Es sind reine Elektrotriebzüge, auch wenn man in diese Generatoren einbauen kann. Moment! Was denn? Ich muss mit meiner Lautstärke ein bisschen rumspielen. Ah. Jetzt. Okay. Genau, jedenfalls, man kann in diese Motoren einbauen. In England werden 801er, soweit ich weiß, nur von der LNER betrieben, also von der London and Northeastern Railway. Die nicht die gleiche ist, die ist von 1923 bis 1948, ich glaube, das ist eine andere. Genau, und sie fahren auf der East Coast Main Line, also da, wo wir heute auch unterwegs sind. Die führt von King's Cross nach Edinburgh. Wir werden wahrscheinlich nur bis Stevenage fahren, das sind ja, rund 50 Kilometer, wenn ich mich recht erinnere, und rund 20 Minuten Fahrzeit. Genau. Die Dinger sollten die High Speed Trains, also die
Express 43 mit dem Mark III Wagen übrigens ersetzen, Felix. Und das sind dann funktionierte Dinger, gibt's immer. Ja, unter anderem, weil bei den 801ern Risse in den Stoßdämpfern gefunden wurden. Und das ist nicht unbedingt unwichtig. Man kann sogar sagen, das ist sehr sicherheitsrelevant. Das wäre etwas schlecht, ja. Ja, ich meine, Stoßdämpfer stimmt nicht ganz, aber ich weiß nicht, wie man das sonst auf Deutsch formulieren soll. Ja, es gibt einmal die Dämpfer, die halt Schwingungen von oben nach unten dämpfen, und es gibt welche, die die Seitenschwingung dämpfen, damit die Wagenkästen sich nicht zu weit ausdrehen. Und bei denen wurden Risse gefunden. Ich glaube, Schlingerdämpfer heißt das. Halleluja. Nächstes Signal, grün. Ja, die Risse wurden zwar bei den 800ern gefunden, das sind die Geschwister von deinen, nur eben mit Dieselaggregaten noch dazu für nicht elektrifizierte Abschnitte. Aber die 801er sind in dem Bereich genau identisch, das heißt, man hat die auch mal angeschaut. So, und ich muss jetzt kurz noch warten, und dann darf ich Gas geben auf 160. Ich in Kürze auch. Nächstes Signal, ja. Du hast ja ein Zuglängenmesser, ich hab sowas nicht, ich muss selber mitrechnen. In 150 Kilometer pro Stunde. 160 Kilometer pro Stunde. Ich darf jetzt auch Gas geben. Ja, meiner zieht langsamer an als deiner. Bye! Genau. Zu meinem. Mein Zug ist ein Intercity 225, wie der zusammengestellt ist, habe ich euch schon erzählt. Technischen Daten haben wir auch schon besprochen. Die Dinger wurden zwischen 1989 und 1991 auf den East Coast Mainline in Dienst gestellt, nachdem die Elektrifizierung von King's Cross nach Edinburgh fertiggestellt wurde. Die haben so ikonische Lokomotiven wie die Class 55 Deltic abgelöst. Um die mir persönlich ein bisschen leid ist, die Deltic sind cool. Gibt es auf meinem Kanal auch ein Video. By the way. Die sind super, die Lokomotiven. Die vor allem, wenn die schönen Schiffsdiesel da anspringen. Oh ja, allerdings. Wie? Das sind zwei 18 Zylinder. Nächstes Signal. Das ist crazy. Leider gibt es da keine Führerschutz mit Fahrten. Das ist immer gut. Nächstes Signal. Boah, muss ich mal suchen. Könnte sogar sein, dass es welche gibt. Weil aktuell gibt es zwei Deltics, die eine Mainline-Zulassung haben. Ja. Aber zurück zum Thema, zu dem IC 225. Nächstes Signal, grün. Die 225 stehen für die KMH, die dieser Zug in Service theoretisch erreichen kann. Praktisch darf er auf der East Coast Mainline aber nur 200 fahren, weil die Signalisierung nicht mehr hergibt. Bei über 200 km/h siehst du nämlich erst, was das Signal zeigt, wenn du schon vorbei bist. Ist kein Witz. Der Zug bewegt sich ab 160 km/h ungefähr schneller, als das Gehirn die Eindrücke der Augen verarbeiten kann. Das heißt, du fährst schneller, als du siehst, effektiv. Deswegen bei uns die LZB. Ganz genau. Und in England nimmst du das halt nicht so genau. Da kriegst du dann noch einen zusätzlichen blinkenden gelben Signalaspekt dazu, zum normalen grün-gelb-rot. Also bei 200. Apropos 200, ich darf es gleich hochbeschleunigen. Ich auch, und zwar jetzt. Ja, ich muss noch abwarten, bis ich durch bin. So, jetzt. 165 km pro Stunde, 125 km pro Stunde, 200 km pro Stunde. Nächstes Signal. Moin. Ich fahre dich mal an hier. So. 165. Jedenfalls wurden die Züge, also die Loks und die Wagen, nach Erkenntnissen gebaut, die British Rail beim Advanced Passenger Train gewonnen hat. Das war ein Projekt, das über ungefähr 15 Jahre lief, für einen neuen elektrischen Triebzug mit Neigetechnik. Für die West Coast Mainline damals. Das Projekt wurde nichts aus verschiedenen Gründen. Dazu könnte man mal eine eigene Doku machen oder sowas zum APT, weil das ist einfach nur ein Desaster. Und British Rail kann gar nicht so viel für. Wie bitte? Ach so. Ich habe hier irgendwie die ganze Zeit grün. Ich weiß nicht, was das ist bei dir. Und wahrscheinlich, weil ich langsamer beschleunige. Irgendein Regio vor mir. Nächstes Signal, grün. Great Northern. Wahrscheinlich nach Stevenage. Ich kann dich beruhigen, der fährt nur so weit wie wir, weiter fährt er nicht. Also, das bringt mir auch nichts. genau. Mal wieder sehr lustig. Ja. Die IC 225 sind allgemein recht erfolgreiche Züge gewesen. Oder immer noch. Es gibt immer noch, ich glaube, 6, die aktuell rumfahren, aber sie werden nicht mehr. Nächstes Signal, grüß. Es gab ursprünglich, dass ich jetzt nicht falsch sage,
Ja, 32, nee, 31 Stück gab es ursprünglich. Also Loks und Wagen. Es war auch geplant, ihnen mal Neigetechnik zu verpassen, deshalb sind die Wagen verhältnismäßig schmal, damit sie auch gekippt ins Lichtraumprofil passen. Weil gekippt brauchen sie ja mehr Platz. Daraus wurde aber nichts ausfinanzieren können, hauptsächlich, und weil es nicht gelohnt hat, die Listkosten werden nicht so gerade, dass du mit der Neigetechnik nicht viel schneller fahren kannst. Genau. Es gab leider auch zwei Unfälle mit IC-225 Zügen und beide mit der gleichen Lokomotive. Oh! Ja. Nur, dass sie beim ersten Unfall, soweit ich weiß, noch ihre alte Nummer hatte, weil die Loks wurden zwischen... Ich weiß nicht genau, wann es war. Ich glaube, es war zwischen 2000 und 2002. Wurden die Loks modernisiert und die Nummern wurden alle um 100 angehoben. Also aus 91.010 wurde 91.110 zum Beispiel. Die Lok um die es geht war 91.023 bzw. 91.123. Die war in zwei Entgleisungen involviert, bei denen in Summe, ich glaube, ungefähr 10 Menschen verstorben sind. Nächstes Signal, grün. Ja, so kann man das sagen. Wo war es bei der ersten passiert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr, was bei der ersten war, jedenfalls bei der zweiten. Das war das Great Hack Derailment. Da ist ein Auto mit Bootsanhänger von der Autobahn abgekommen und auf der Strecke stehen geblieben. Und der Zug von Edinburgh kommend ist Steuerwagen voraus da reingerast. Also, ja, genau. Und, boah, was war beim ersten? Ich weiß es nicht mehr. Das war jetzt so klar, ich wusste es noch, als ich das Video begonnen habe. Hauptsache kein One-Array Train. Wie bitte? Hauptsache kein One-Array Train. Nächstes Signal. Ah, war es nicht, nein, war es nicht. Tatsächlich. Können die Briten das eigentlich auch? Die Briten können das, ja, ja. Ja, ja, die können das. Man denke an den Chester General Rail Crash in den 1970ern. Sorry, bitte, kenne ich nicht. Sonst würde sowas nämlich nur von den Amis, dass denen Züge weglaufen. Ah, die Briten können das, die Deutschen können das auch. Da fällt mir aber gerade keine Story ein. Nächstes Signal. Was? Wir? Die Franzosen können es auch. Nächstes Signal. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, kann ich. Ja. Nächstes Signal. Jedenfalls Chester General. Nächstes Signal. Heißt heute. Boah, wie heißt heute? Ich glaube, heute heißt die Station einfach nur Chester. Ein Kopfbahnhof, ein Güterzug kam von einem Hafen, hat nächstes auf halbem Weg umgespannt, das heißt die Lok ans andere Ende und das war nächstes Signal. Bei der Fahrt in diesen Bahnhof wurde allerdings festgestellt auf dem Gefälle, dass die Bremsen irgendwie nicht so richtig, also... Das hatten wir in Deutschland auch schon und ich weiß auch tatsächlich wo, aber ja. Das kann ich dir dann gleich mal erzählen. Genau, erzähl nachher. Jedenfalls die Bremsen wollten nicht, wie sich nachträglich herausgestellt hat. Nächstes Signal, grün. Die ersten, ich glaube, zwei Wagen und die Lokomotive gebremst, also beim 20-Wagen-Zug hast du da absolut keine Chance, dass du das. Der Zug ist mit ungefähr, ich glaube es waren 30 Meilen pro Stunde, also rund 48 km/h, in einen zum Glück leeren Dieseltriebwagen gekracht, der vollständig zerstört wurde und in Flammen aufging. Nächstes Signal, grün. Es gab keine Todesopfer. Nächstes Signal, grün. Auch tatsächlich, soweit ich weiß, nur zwei Leichtverletzte, unter denen der Triebfahrzeugführer der Diesellok vom Güterzug ist. Nächstes Signal, grün. Weil der ist halt rausgesprungen. Ich meine, so blöd bist du nicht, wenn du auf den Zug zurast, dass du auch noch drinnen bleibst. Naja, doch. Wobei, es gibt welche, die haben das durchaus gemacht, aber nicht aus Blödheit, sondern um Leben zu retten. Wieder was anderes. Das nächste Signal, erzählst du mir dann gleich mal bitte? Ja. Nächstes Signal, grün. Meine Geschichte haben wir jetzt. Ja? Das war, glaube ich, 1998 in Elsterwerder, das ist in Sachsen. Ja. Und das Augengüterzug auch irgendwie umgekoppelt worden und irgendwie was mit den Bremsschläuchen. Ich weiß nicht was, ob sie dann angeschlossen haben oder was. Wahrscheinlich nicht angeschlossen, ist der Klassiker. Und mitten in diesem, vor diesem Bahn war auch eine Gefälle. So, dieser Güterzug. Nächstes Signal. Hat ein gelbes Signal plus die Fahrer. Herzlichen Glückwunsch! Scheiße.
das gelbe Signal. Nächstes Signal, grün. Ich bin gefordert von ihm. Ja, und ich fahre hier einfach so chillig mit Dauergrün. Ja, ich muss auch bald bremsen, ich muss dann wahrscheinlich 5 Kilometer bremsen. Nächstes Signal, grün. Ja, so. In dieser Güterzug hatte Charm. Nächstes Signal, grün. Hatte 22. Und mit, was war's? Benzin geladen. Benzin? Ja. Dein Ernst? Ja. Warte, das ist nicht der, der eben hochgegangen ist, oder? Doch. Oh nee, doch, doch, die Geschichte kenne ich. Dieser Zug ist entgleist und ja, nächstes Signal, grün. Geflogen. Ja. Rum. Nächstes Signal, grün. Typischer Fall von Rums, aber richtig. Ja, dazu gibt es auch noch in England eine Story, aber der Zug ist gar nicht hochgeflogen, die haben das so hingekriegt. Also, du hast zwei Geschichten zu erzählen, auch raus. Offensichtlich, ja. Also, das erste. Warte, wie heißt das? Nächstes Signal, grün. Wie bitte? Ich bleib beim Finger. Nächstes Signal, grün. The Washington Union Station Runaway. Hab ich dir wahrscheinlich schon mal erzählt, aber unseren Zuschauern noch nicht. Oder ich muss bremsen! Ich habe 4,2 Kilometer Bremsweg. Nächstes Signal, grün. Ja, okay, während ich bremse, kann ich erzählen. Ein Zug in den 1950ern. Frag mich nicht genau wann. Ich habe irgendwie im Kopf, es war 1958, nee, 56, glaube ich. Ja doch, 56 muss es gewesen sein. Es war nämlich gerade die Angelobung eines neuen Präsidenten. Und wenn ich mich recht erinnere, war es Eisenhower. Jedenfalls der Federal von Washington, von Boston über New York nach Washington. Bespannt mit einer legendären GG1 und ich glaube 16 Pressen. Pardon, es war ein Nachtzug von New York nach Washington und ich bin jetzt übrigens auch. Der ist nur von New York gefahren. Okay, gut, zuerst. Ich war mir irgendwie ziemlich sicher, dass der in Boston gehört hat. Na gut. War trotzdem eine GG1. Das Dingens hatte nur bei den ersten drei Wagen Bremsen, weil der Bremshahn beim vierten Wagen sich zugedreht hat, dadurch, dass die Wagen aneinander, also die Bremshähne aneinander gekommen sind in den Kurven. Das war ein Designfehler bei diesen Wagen. Ja. Jedenfalls, der Zug ist über die Rampe nach Union Station. Warum haben diese Station alle Rampen davor? Ich weiß es nicht. Darunter gerollt und mit ungefähr 35 Meilen pro Stunde in das Büro vom Stations Vorsteher gekracht, der aber zum Glück gewarnt wurde, weil der Lokführer nicht gesprungen ist, sondern in der Lok geblieben ist und das Horn die ganze Zeit gedrückt gehalten hat. Und Felix, wie du weißt, eine GG1 schreit dich regelrecht an. Ja, und er hat einen Notruf abgesetzt, soweit ich weiß. Nein, er hat dem Fahrdienstleiter hat er gewunken. Notruf konnte er keinen absetzen, Funk gab es noch nicht in den Zügen. Aber effektiv das Gleiche. Alles hat er gewunken, aber hallo, hier bin ich. Naja, der FDL hat eh gesehen, dass er viel zu schnell ist. Ich stehe übrigens. Schon im Bahnhof? Ja. Ich bin noch am Bremsen. Ich glaube, ich bin nicht pünktlich. 11.20 Uhr, 21. Doch, könnte sich sogar knapp ausgehen. Genau. Es gab kein. Ach ja, die Lok ist durch dieses Büro gekracht. Durch eine Zeitungsstadt. Zwischendurch noch durch den Prellbock, aber der ist nebensächlich. Nächstes Signal, grün. Kam auf einem Boden zu stehen, der definitiv nicht für die über 100 Tonnen einer GG1 designt war, und natürlich nachgegeben hat, und die Lokomotive ist im Keller von Union Station gelandet. Die Arbeiter dort unten hatten gerade Kaffeepause und deswegen kam niemand zu Schaden. Bremse angelegt. Ja, wirklich. Ridiculous. Bremse gelöst. Jedenfalls. Bremse angelegt. Weil drei Tage später irgendwie so die Bremse gelöst. Angelobung von dem Präsidenten war, Tür geöffnet. Haben sie nicht die Lokomotive rausgehoben, sondern einen temporären Boden drüber gemacht und die Lokomotive zwei Wochen später wieder gehoben. Sie wurde repariert und ist weitergefahren. Ich meine, ja, es ist eine GG1, die Dinger sind stabil, die Teile halten irre viel aus, aber yo! Fall mal ein Stockwerk in die Tiefe, wird repariert und fahr weiter. Ich meine.
Und du wolltest was von dem britischen Runaway erzählen. Das war gar kein Runaway. Ich rüste nebenbei meinen Zug ab. Neutral. Achso, das soll ich vielleicht auch mal machen. Ja. Lüfter deaktiviert. Im Krieg, also im Zweiten Weltkrieg. Hauptschalter deaktiviert. Ein Munitionstransport. Stromabnehmer gesenkt. Und ja, die wurden damals auf der Schiene transportiert. Batterie deaktiviert. Sichersten gewesen nämlich. Und besagter Munitionstransport ist durch einen kleinen Bahnhof in Ostengland gefahren. Als dem Lokführer aufgefallen ist, oh, komisch, irgendwie züngeln da so gelbe Flammen vom ersten Wagen hoch. Er hätte den Zug stehen lassen und rennen können. Nein, der Wagen hat gebrannt. Oh. Der erste Wagen hat gebrannt. Und sie hatten, glaube ich, 20 Wagen voller Munition. Ja, er hätte den Zug stehen lassen können. Und es hätte ihm wahrscheinlich niemand übel genommen. Außer die dann nicht mehr lebenden Bewohner der Stadt, wenn das Ding hochgeht. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat seinem Heizer gesagt, ja, er soll bitte nach hinten laufen und den Zug hinter dem ersten Wagen trennen. Das heißt, der brennende Wagen bleibt an der Lok, der Rest bleibt stehen. Der Heizer hat schnell geschaltet, das gemacht. Der Lokführer hat den Zug vorgezogen. Kam ungefähr 140 Meter weit und neben dem Bahnsteig ist der Wagen dann hochgegangen. Er hat einen Krater hinterlassen mit einem Durchmesser von ungefähr 20 Metern in alle Richtungen und ich glaube, er war 6 Meter tief. Ach du Scheiße. Die einzige Person, die gestorben ist, anstatt der vielen Tausend, die es gewesen wären, wenn der ganze Zug hochgegangen wäre, war der Heizer. Ist der Lokführer. Nein, der Heizer ist gestorben. Wie? Ja, der stand nur 100 Meter weg von der Explosion und der Lokführer war zwar näher, aber dazwischen war der Tender. Ja. Der Lokführer hat mit schweren Verbrennungen überlebt. Die Lok übrigens auch. Also die war natürlich kaputt, sie wurde repariert und ist weitergefahren. No, wow. Ja, es war eine War Department Austerity 280, also ja, krasse Maschine, wenn man so will. Eine Dampflok, gell? Ja, ja. Und für beide gibt es aktuell, also nach beiden Leuten wurden Lokomotiven benannt von British Rail, 20 Jahre später ungefähr, zwei Lokomotiven der Class 47, deren Namensschilder mittlerweile, weil die entsprechenden Loks ausgemustert wurden, auf zwei Class 66 umgesteckt wurden. Das heißt, ach, diese Lokomotiven schön. Erinnern immer noch an die beiden, die da ihr Leben gegeben hätten, damit die Stadt weiter existieren kann. Und keine 5000 plus Leute umkommen. Heiliger Finne. Ja, schon irre, oder? Wozu Leute fähig sind. Ja. Naja, ja, wir sind hier angekommen in Stevenage. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Uns hat es Spaß gemacht, wage ich zu behaupten. Ja. Ja, für alle, die sich fragen, ja, die Class 91, wenn ihr sie noch nicht in TWS habt, dann kommt sie mit dem nächsten Update. Auf V131 wird das wahrscheinlich sein. Und genau, ersetzt die Class 180, weil aus verschiedenen Gründen kann ich die nicht drinnen lassen. Der Sound ist eine Katastrophe und ich kann ihn nicht verbessern, weil die Programmiersprache da keine wirklichen Verbesserungen zulässt. Don't ask. Genau. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, gell? Definitiv. Also sehen irgendwie nicht. Ja, ihr wisst's. Bis denn. Bye.